Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Winkelarten. Für dieses Video solltet ihr bereits wissen, was Winkel eigentlich sind, woraus sie bestehen und wie wir die Größe eines Winkels bestimmen können. Solltet ihr euch bei einem oder mehreren dieser Themen noch nicht ganz so sicher fühlen, dann könnt ihr ja bei meinen vorigen Videos vorbeischauen, da besprechen wir all diese Dinge durch. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, welche Arten von Winkeln es gibt und wie wir sie unterscheiden können. Der erste besondere Winkel, den wir betrachten, ist der sogenannte Nullwinkel. Bei unserem Nullwinkel liegen unsere Schenkel A und B genau übereinander. In unserem Fall ist B die rote Linie und A die grüne Linie. Wenn diese zwei Linien übereinander liegen, dann spannen sie kein Winkelfeld auf. Das heißt, wir können dementsprechend auch keinen Winkel ablesen. Der volle Winkel ist dem Nullwinkel sehr ähnlich, nur während wir beim Nullwinkel A und B, also unsere zwei Schenkel, direkt übereinander hatten und kein Winkelfeld mit eingeschlossen haben, haben wir hier zum Beispiel den Schenkel B hier unten und A hätten wir einmal um das Ganze herum gedreht und damit liegt A über B drüber und somit haben wir eine ganze Runde gemacht und unser Winkelfeld ist alles. Unser Winkelfeld ist all dieser Bereich rundherum, das heißt, wir haben alles um diese zwei Schenkel, also unser Winkelfeld. Das habe ich hier mit diesem Kreis symbolisiert. Das heißt, unser Winkel Alpha hätte sozusagen einen vollen Kreis, eine volle Drehung gemacht. Der nächste Winkel, den wir betrachten, ist ein gestreckter Winkel. Beim gestreckten Winkel liegen unsere Strahlen A und B so, dass man sie auf einer Geraden einzeichnen könnte. Das heißt, die zwei ergeben zusammen eine gerade Linie. Das Winkelfeld, das A und B aufspannen, ist hier der Winkel Alpha, das heißt, wir haben alles, was darüber ist. All das hier wäre unser Winkelfeld, alles, was über den Strahlen A und B liegt. Falls ihr noch nicht ganz sicher seid, was eine Gerade und was Strahlen sind, dann schaut doch in Sebastians Videoreihe zu Strecke, Strahlgerade und Lagebeziehungen nach. Der wohl berühmteste von allen Winkeln, die wir heute durchbesprechen werden, ist der sogenannte rechte Winkel. Dieser Winkel wird euch im Laufe eurer Schulzeit noch sehr, sehr oft begegnen und er wird als die Hälfte eines gestreckten Winkels definiert. Wenn ihr euch kurz zurückerinnert, der gestreckte Winkel war, wenn A hier wäre, also diese gestrichelte Linie, und B hier, das heißt zusammen würden sie eine gerade Linie oder wenn A und B zwei Strahlen werden, eine gerade ergeben. Und der rechte Winkel ist nur die Hälfte davon. Das heißt, Beta ist nur halb so groß wie Alpha vorher. Das heißt, wir nehmen dieses gestrichelte Stückchen hier weg. Wir sagen zu zwei Schenkel, die einen rechten Winkel einschließen, wie hier A und B, auch, dass sie normal aufeinander stehen. Was genau normal aufeinander heißt und welche anderen Lagebeziehungen es noch gibt, das erfahrt ihr in Sebastians Winkelzyklus, Strecke, Strahl, Gerade, unter dem Unterpunkt Lagebeziehungen. Einen Spitzenwinkel erkennen wir daran, dass er größer ist als der Nullwinkel, also wenn die beiden Schenkel hier übereinander liegen würden, und kleiner ist als ein rechter Winkel, also wenn B hier ist und A hier oben wäre. Das heißt, alle Winkel, die in diesen Bereich fallen, das kann zum Beispiel so ein Winkel sein, oder das kann der Winkel sein, den A und B hier einschließen, oder das könnte ein Winkel sein, der hier hinauf geht. All diese Winkel sind spitze Winkel. Hauptsache, sie sind kleiner als der rechte Winkel und größer als der Nullwinkel. Wir erkennen einen stumpfen Winkel daran, dass wenn wir hier unseren einen Schenkel B haben, unser Schenkel A in diesem Bereich sein muss. Das heißt, er muss größer sein als ein rechter Winkel. Das heißt, er muss über diesen Bereich hinausgehen, muss aber kleiner sein als ein gestreckter Winkel. Das heißt, er darf nicht über diese Grenze hinausgehen. Das heißt, solange sich A irgendwo in diesem Bereich größer als ein rechter Winkel, aber kleiner als ein gestreckter Winkel befindet, das kann nun hier der Winkel Delta sein, den wir eingezeichnet haben, oder es könnte auch hier oben sein, oder es könnte hier unten sein. Solange wir uns in diesem Bereich befinden, sprechen wir von einem stumpfen Winkel. Der überstreckte Winkel, er wird auch erhabene Winkel genannt, ist größer als der gestreckte Winkel. Das heißt, er muss größer sein, als wenn die zwei Schenkel hier eine Linie bilden würden. Aber ist kleiner als ein voller Winkel. Das heißt, er ist kleiner, als wenn die zwei Schenkel genau übereinander liegen, aber der eine
sozusagen eine ganze Runde gemacht hat, aber ist größer, als wenn sie sich sozusagen in entgegengesetzte Richtungen bewegen würden. Das heißt, alles, was über diese Grenze des gestreckten Winkels hinausgeht, aber kleiner ist als ein voller Winkel, ist ein erhabener oder ein überstumpfter Winkel. Hier schließen A und B zum Beispiel den Winkel Gamma ein. Das wäre ein überstreckter oder ein erhabener Winkel. Abschließend habe ich noch eine kleine Grafik vorbereitet. Hier haben wir einen Winkel dargestellt mit unserem Scheitelpunkt A, unseren zwei Schenkeln F und G und dazwischen wird der Winkel Alpha aufgespannt. Wir starten nun jetzt bei einem Nullwinkel. Wir sehen, beim Nullwinkel haben wir noch kein Winkelfeld Alpha aufgespannt, aber F und G liegen übereinander. Jetzt schieben wir diese zwei Schenkel ein bisschen auseinander. Das heißt, wir spannen schon ein Winkelfeld Alpha auf. Das können wir hier sehen. Und momentan haben wir noch einen Spitzenwinkel. Jetzt wird das Ganze zum rechten Winkel. Alles, was größer als ein rechter Winkel ist, aber kleiner als ein gestreckter Winkel, ist ein stumpfer Winkel. Das ist, was wir momentan haben. Jetzt wird das Ganze zu einem gestreckten Winkel. Wenn wir über den gestreckten Winkel hinausgehen, aber noch kleiner sind als der volle Winkel, dann haben wir einen erhabenen oder einen überstumpften Winkel. Und gleich sehen wir, wenn wir die zwei Schenkel übereinander legen, aber eine ganze Runde gemacht haben, dann haben wir einen vollen Winkel. Also nochmal ganz kurz, hier haben wir einen Spitzenwinkel, hier wird das Ganze zum rechten Winkel, ein stumpfer Winkel, jetzt haben wir einen vollen Winkel, das hier ist alles ein erhabener Winkel und hier, wenn die Schenkel wieder übereinander liegen, haben wir einen vollen Winkel. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte und freue mich schon, euch bald wiederzusehen.